Ich möchte jetzt bei den Real Life Guys nochmal reinschauen. Die haben mir ein eigenes U-Boot gebaut, Leute. Und ich möchte sehen, wie die damit schwimmen. Das würde mich extrem interessieren. Dann es geht jetzt endlich weiter mit unserem U-Boot-Video. Ich habe schon richtig Bock, das zu lackieren. Ich glaube, es sieht dann voll cool aus. Ja, wir bauen jetzt einfach so auch noch ein bisschen weiter. Wir können es leider noch nicht testen, weil alle unsere Seen hier abgesperrt sind. Das kommt auf jeden Fall dann im nächsten Video. Okay. Also lasst unbedingt ein Abo da und schreibt dann in die Kommentare rein, wie wir das... Kauft doch einen eigenen See, so wie Fritz Meinecke. Nennen soll. Schwäckerboss, Tuco, dankeschön. Mach mal den Hype-Train jetzt mal, Leute. So wild, dass die einfach selber ein riesiges U-Boot bauen, aber zum zweiten Mal schon. Das ist halt das Insane und das ist ein richtig krasses Ding diesmal. Die Glaskuppel dann reinkommt, wo man dann einsteigen kann, ist ziemlich schwer geworden jetzt schon mal. Wir müssen jetzt ein ziemlich dickes Scharnier dran, das vorne auch Seil war. Immer so Respekt vor solchen Leuten, die sowas machen. Wirklich. Allein so ein Scharnier selber zu bauen. Maschallah, Junge, wer seid ihr? Denkbar einfach, aber da erstmal auf die Idee zu kommen. Wild. Hallo. Das ist so krank schwer. Jetzt kriege ich immer irgendwie nicht mehr aus. Wir machen jetzt die Batterietanks hier unten fest, damit der Schwerpunkt relativ niedrig ist. Dafür nehmen wir hier diese Schellen, da schmeißen wir jetzt noch so kleine Stützen dran. Was ist das für ein Ding? Ist das ein alter Tank oder was? Ist das hier, was ist das für eine Kugel? Was ist das? Wo kommt das her? Wir brauchen ja ein alter Gastank, ja, hätte ich auch. Eine alte Atombombe. Ah, cool, okay, nice. Cool, dass die einen alten Atombombe im U-Boot bauen, sehr geil. Insgesamt 1,7 Tonnen Gewicht. Wir haben hier jetzt auf einer Baustelle diese alten Abwasserrohre liegen sehen und wir dürfen die tatsächlich nicht haben, haben die richtig günstig bekommen. Da kommen dann die Klaviergewichte rein und wir gießen das mit Beton aus. Mhm. Die Klaviere, das hattet ihr unter dem letzten Video nochmal geschrieben, die waren wirklich vom Schrott, also die hätte man nicht mehr reparieren können, deswegen haben wir die auch kaputt gemacht und da die Gewichte rausgeholt. Alter, das ist nicht mehr. War fürs Gewicht halt, naja, macht Sinn. Digga, wenn Apokalypse kommt, die bauen einfach einen Panzer, fahren damit weg. Einfach nur krank. Einfach nur krank, Mann. Warst du mal im Baumhaus von denen? Bei so großen wie dir wollen die bestimmt befreundet sein. Ich glaube, ich bin bei denen gesperrt, weil ich mal vor 3 Jahren in die Kommentare geschrieben habe, ob in dem Baumhaus Gangbang abgeht. Ich glaube, danach habe ich nie wieder einen Kommentar bei mir, von mir lesen können. Das ist ja der Freund, der dient ja als Gewicht. Die betonieren den jetzt quasi mit an das U-Boot an. Wisst ihr? Und so wird übrigens ein Mensch geboren, nur dass ihr es mal gesehen habt. Gesimp halt. Hier gibt es jetzt auch noch die zweite Rohre. Theo und Janusz liefern jetzt mal. Zu wild wirklich, einfach nur wild, was die da machen, die Jungs. Die Rohre mit den Gewichten hier soll man später abwerfen können. Deswegen machen wir. Aber die liegen doch dann im Wasser, ist das nicht dumm? So ein Gestell, wo die drauf kommen, dass man die dann von innen mit einer Schraube lösen kann. Der Bernd hat noch so eine alte Deichsel, daraus bauen wir das jetzt. Ich bin rein! Scheiß auf alles! Danke für 2 Euro. Ich hätte mir unter der Deichsel jetzt was ganz anderes vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das Ding heißt Anhängerkupplung. Boah, Schweißen! Schweißen ist auch so ein geiler Skill, wenn man schweißen kann. Oder Robert, danke für deinen Sub, Bro. Die Rohre sollen wir dann später verschieben können, damit man das U-Boot austarieren kann. Deswegen befestigen wir die jetzt mit unseren ganz professionellen Schellen hier. Krank. Die es einfach zusammenschweißen, das funktioniert und hält auch noch. Das ist zu wild.
Sehr gut. SM 18 K.O., danke schön für den Sub, Bro. Mad, clever, mad, wild, was die da machen. Ich komm nicht klar. Es sieht einfach straight up aus wie von GTA, das Ding. WLAN-TV, danke für deinen Reset, Bruder. Ehre, Kuss. Dankeschön. Wir machen jetzt hier hinten ein Leitwerk. Hype Train auf Level 3, jetzt go, der Haus. Weiter geht's. Da ist eine große Platte rumliegen und dann ist es auch nicht zu schwer. Wir haben jetzt unsere Stichsäge leider zu einfach Hause vergessen. Nur Wahnsinn. Einfach nur deswegen Wahnsinn. Flexen wir das jetzt natürlich, weil Flex ist sowieso das beste Werkzeug überhaupt. Also nach dem Schweißgerät. Wie wollen die daraus denn jetzt eine Kuppel machen? Replay, danke schön. Wie geht das, das Geräusch? Jenny, danke für die 2 Gifte nochmal an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Ach, das ist die Schwanzflosse. Okay, I see, okay. Einfach nur zusammengesteckt. So einfach, ne? So einfach. Man muss halt wissen, wie es geht. Er hat ein Fell, wenn das Ding einfach absäuft, ne? Und nicht funktioniert. Du wolltest dann später ja mit dem Schwanzflosse, Mann, wie heißt das? Ruderflosse hinten. Ihr dummen Penner, Alter. Bei einem Fisch, wer ist die Schwanzflosse? Lasst mich in Ruhe. Dann hochheben. Der Bernd hatte jetzt hier noch diese coolen Ösen. Was hat Bernd eigentlich alles da, Digga? Der Bernd hatte hier aus Versehen noch ein altes Panzer. Das Leitwerk. Es ist ein Leitwerk. Danke, Chat. Danke. Die machen wir hier außen jetzt dran. Wir treiben das U-Boot jetzt wieder mit so Elektro-Außenbadern an. Hier machen wir jetzt so kleine Flügel dran, da kommen die dann von unten dagegen. Einfach nur krank, wirklich. Wie viel die auch in einem Video verpacken, ne? Wie viel die in einem Video verpacken, das ist Wahnsinn. Wie heißt dieses Ding hier? Ist das ein Schweißgerät oder ist das ein Thermitschneider oder wie das heißt? Wie heißt das Ding hier nochmal? Das habe ich nämlich schon öfters gesehen. Thermitschweißen ist ja noch was anderes. Wie heißt das Ding hier? Ja, und Hype Train auf jeden Fall voll machen. Das ist keine Flex. Plasmaschneider. Plasmabrenner, genau. Und Schneidbrenner. Schneidbrenner. So ein Ding, genau. Danke. Ich mal angucken, wie dick diese Stahlplatten sind, ne? Wir biegen jetzt die Halterung für die Motoren und weil unsere Biegemaschine nicht ganz so enge Kreise biegen kann, müssen wir sie wieder mit der Hand machen. Ah ja. Absolutes Tier, absolutes Tier. Das ist ja das Ding, das sieht alles echt stabil aus. Kann man nicht anders sagen, ne? Wirklich, Wahnsinn, Digga. Das passt doch noch, natürlich, klar passt das. Jetzt bauen in 10 Videos ein Auto um und die bauen in einem Video ein eigenes Auto, ja? Die Jungs haben es halt wirklich krank drauf, ne? Ey, so viel wie in dem Video geflext wird, Luciano wäre neidisch. Puh, 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 puh. Ganz, ganz wild. Ich arbeite als Metallkonstrukteur. Das ist gebastelt. Bro, die bauen ein U-Boot selber. Was für gebastelt, Digga. Colin Force kenne ich. Die löten natürlich jetzt auch schnell selber die Kabel. Natürlich, klar. Wir machen jetzt zusätzlich zu den 2 Antriebsmotoren noch 4 Motoren hin, die so nach oben gerichtet sind. Dann ist es wie eine Unterwasserdrohne, das heißt, wir können es dann unter Wasser so kippen oder nach unten und oben ziehen. Lol, Junge. Das geht halt auch alles auf und das funktioniert alles, oder?
Das Wilde daran ist ja, dass die es auch selber testen und dann wirklich halt hingehen tatsächlich, sich da reinsetzen, ne? So, Pero, danke für die 2 gibten Subs, Habibi, dankeschön. Ehrenmann, danke. Riley, dankeschön für den Sub, Riley, 1988, danke. Willkommen. Durch die Löcher hier wollen wir die Schläuche durchlegen. Damit es richtig dicht wird, schweißen wir jetzt diese Teile rein. Mighty Sascha, danke, Bro. Da kann man dann außen und innen einen Schlauch anschließen. Eine Schweißnaht ist ja immer hundertprozentig wasserdicht im größten Teil, oder? Muss ja sein. Ne? Da sind ja keine Luftanschlüsse drin. Nein, 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 ja, ja, muss. Klar, ja, klar. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Muss ja eigentlich, ja. Wenn die sauber ist, ja. Ja, die sehen aber ziemlich sauber aus, ne? Also ziemlich dicht. Die Rohre hier müssen ja abwerfbar sein. Da bauen wir jetzt einen Haken, der dann hinten ist. Vorne kommt dann eine Schraube hin. Und wenn man die dreht, wird dann das Gewicht abgeworfen. Ich finde es so nice, dass sie das alles nochmal erklären. Wirklich. Ist halt doch eine sehr, sehr krank komplexe Konstruktion, ne? Werfen können. Deswegen kommt da jetzt diese Schraube rein. An die machen wir dann einen Verschluss. Wenn man an der dann dreht, fällt das Gewicht außen runter. Langweilig. Warum ist das nicht ein Knopf, den man drückt, Jungs? Also tut mir leid. Wisst ihr? Das ist der Unterschied. Die schrauben so fette Schrauben irgendwo an und ich bin seit 3 Tagen dabei und versuche Schrauben für meine Fernsehbeine zu besorgen und krieg's nicht mal hin, die irgendwo zu kaufen. Ich denke mir immer so, geil, wie geil wäre es, so ein Content zu machen, so eine Werkstatt zu haben, sowas selber zu machen. Dann fällt mir aber immer auf, erstmal habe ich so eine Werkstatt nicht, zweitens habe ich die Materialien nicht und drittens, ich habe keine Ahnung, wie sowas geht, Alter. Ich würde sowas so gerne machen, aber ich habe keinen Plan, wie man sowas macht. Ich würde so gerne auch einen Van selber umbauen, keine Ahnung wie. Hier innen rein muss jetzt natürlich eine Bank, da kommen jetzt die 2 Stahlrohre hier rein. Der Sound darin ist absolut wack, bitte ändert das, macht da Matten rein. Anders wild, anders wild. Hier vorne hat der Philipp jetzt schon mal das Armaturenbrett ausgeflext. Das schweiß ich jetzt da vorne rein. Einfach nur krass. Da ist er, der rote Knopf, ganz wichtig. Als erstes sprühen wir jetzt mal die Grundierung drauf, den können wir später dann lackieren. Komplett krass. Jetzt kommt endlich der richtige Lack drauf. Nehmen wir die knalligste Gelb aller Zeiten. Wir brauchen eine Farbe, die so für Boote unter Wasser ist. Also für den Teil, der immer unter Wasser ist, damit die richtig krass viel hält. Krank. Ist einfach das Ding von GTA. Die haben einfach das Ding von GTA gebaut. Das ist doch nicht wahr, Alter. Mann, ey. So, jetzt kommt wieder eine sehr ekelhafte Arbeit und zwar muss jetzt innen noch lackiert werden. Boah, atmen da drinnen natürlich jetzt anders eklig, oder? Ja, auf jeden Fall gut geschützt, der Boy. Ganz, ganz wild einfach nur. Check das mal bitte. Was ist das?
Da fehlen jetzt einfach nur noch Dichtungen und sowas. Das sieht doch aus, als hätte man das irgendwas, als könnte man das einfach, als würde man das im Internet so bestellen können, oder? Das ist doch zu wild. Ich finde, es schon mal richtig schön geworden. So war aber auch echt krass viel Arbeit. Der Linke lässt sich jetzt Bart stehen. Interessant. Im nächsten Video bauen wir... Gute Entscheidung, Bro. Gute Entscheidung. ...dann endlich die Gläser ein und das ganze Druckluftzeug. Ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir dann wirklich damit tauchen, hoffentlich schon im nächsten Video, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir verändern können oder irgendwie erweitern können. Ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Crazy, Mann. Das ist das erste U-Boot von denen, Alter. Abo ist auf jeden Fall da.